Ah, die pullt den dann mit, ne? Ah ja. Aber es macht halt wirklich nichts. Weil die hauen nicht wirklich zu. Guckt euch das an, wie wenig Schaden ich hier bekomme. Und wie viel Schaden ich austeile. Das ist ja... Das ist kein Vergleich zu dem Gebiet, wo wir vorher waren. Und das ist wirklich, wirklich angenehm. Halt so im Vergleich zu vorher, weißt? Oh, noch ein Caster. Mystikerin. Ah ja, kein Problem. Dich machen wir auch noch kaputt. Oh, wir brauchen aber noch einiges zum Level up. Und insgesamt noch 2 Level, ne? Bis wir wieder Dungeons gehen können. Also wieder in anderen Dungeon gehen können als vorher. Ich weiß, dass wir die gleichen Dungeons nochmal gehen könnten, aber erstens finde ich es langweilig. Zweitens finde ich es fürs Let's Play nicht geeignet. Und drittens bringen die nicht so viel. Und im Zweifelsfall warten wir A ewig und B haben wir dann entweder eine Gruppe, die sich gleich wieder auflöst. Was jetzt nicht unbedingt so toll wäre. Ich will jetzt nichts unterstellen. Ich hatte meistens gute Gruppen. Und auch nette Gruppen und so. Aber bei meinem Glück habe ich dann wirklich irgendjemanden, der keine Zeit hat oder der doch noch schnell weg muss. Oder der Tank hat keine Ahnung oder weiß ich nicht. Ist, ich hab die ja in WoW angezogen wie sonst was. Also das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Ich saß da und dachte mir, verarscht ihr mich eigentlich alle? Wo kriege ich immer diese Gruppen her? Noch schlimmer war es, wenn ich mit einem Kumpel von mir unterwegs war. Weil was der für Leute aufgetrieben hat. Nein, nein, nicht. Also das war regelmäßig eine Tortur. Und es ist auch immer wieder faszinierend, das Gesetz der selektiven Wahrnehmung. Solche bleiben einem dann im Gedächtnis. Und da kann man sich dann noch 3 Jahre später drüber aufregen. Aber die Gruppen, die wirklich super waren oder wo alles ganz normal, ganz toll gelaufen ist, die merkt man sich nicht. Weil einfach negative Erlebnisse viel stärker im Gedächtnis bleiben, finde ich. Als positive. Das ist auch... eigentlich. Ich finde es irgendwo auch schwierig, wenn einer fragt, ja, was ist der glücklichste Moment in deinem Leben? Und dann stehe ich immer da und denke mir, ja... Und ich weiß es dann einfach nicht. Nicht so sehr, weil ich keine glücklichen Momente hatte, sondern weil... Die weiß ich nicht aus dem FF spontan auswendig. Nee. Ach, das ist die Tante. Die in 2 Wölfen. Ich würde sagen, wir machen erst die Wölfe, weil die Wölfe einfach so extrem schnell down gehen. Machen wir das so. Und, siehst du, guck dir das an. Das ist ja... Weißt du, wir halten ja nichts aus. Ahalia Rotwolf. Okay. Na dann, Ahalia Rotwolf, deine Zeit ist gekommen. Gibt eine Quest und es
haben wir hier? Treffen auf geistiger Ebene. Ihr habt ein Kommunikationsgerät entdeckt, mit dem ihr mit den Alpha-Kommandanten Kontakt aufnehmen könnt. Sobald seine Projektion erscheint, sprecht mit ihm und gebt ihm dann alle Informationen an Koren in der Bewahrerschlucht weiter. Na dann. Ich bin hier, um euch aufzuhalten, Galenir. Wächter, Skeptiker, verglichen mit der Macht von Göttern sind eure lästigen Zusammenschlüsse belanglos. Grünschuppe wird ein neues Zeitalter nach Telara bringen. Das Leben wird im ständigen Wandel begriffen sein. Was? Hey, komm zurück. Und eure Vorstellung von Ordnung wegfegen. Wir wissen alle, dass Grünschuppe gefangen ist. Alter, wie nervig ist das denn? Wohin verschwindet der Fritze denn dauernd? Ich habe vergessen, mein Geschenk zu fordern. Komm wieder her. Danke. Ja, in der Tiefe des Schieferspitzengebirges, von einem Todesriss geschwächt. Um uns an der Zerstörung des Risses zu hindern, hat uns der ewige Hof mit der Lykanthropie... Oh, ist das ätzend! Ist das nervig! Ich krieg bestimmt gleich Respawn. Ich will den Scheiß vielleicht auch lesen, Junge. Verflucht. Wir werden diese Gabe jedoch gegen ihn einsetzen, indem wir seine und eure Armee infizieren. Ihr wollt den Riss zerstören? Ihr könnt uns nicht... Gleich hab ich's, gleich. Oh, scheiße. Ey, das ist echt nervig, ganz ehrlich. Ach scheiße, jetzt habe ich es komplett durchgelesen und habe es nicht mitbekommen. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht nochmal rangehen, nee. Aber wahrscheinlich so weit wie, ihr werdet uns nicht aufhalten oder so ein Scheiß. Oh, wie nervig. Also ich brauche noch zwei Waffen. Und ein Alpha. Das war der letzte Alpha. Du hast auch noch eine Waffe dabei? Nein, hast du nicht? Blöd. Aber du hast Waffen. Alter. Steh direkt neben dem Brunnen, aber hab kein Sichtfeld. Eins, zwei und noch irgendwas. Nee, aber geht auch alleine kaputt. So, eine. Du hast keine Waffe. Du hast keine Waffe. Aber du hast eine Waffe. Und dann müssen wir nur noch die drei Fritzen da mit unserem tollen Gebräu heilen. Anderen ins Vergiften. Heilen, meinte ich natürlich. Oh, ups. Na dann komm her. Was ist das denn da für ein Haufen? Ja, ich weiß, du kommst auch gleich zu unserer Gesellschaft. Langzahn-Pferdenleser. Aha.
Ich habe kein Artefakt gefunden. Sehr merkwürdig. Normalerweise finde ich doch immer irgendein Artefakt zwischendrin auch. Irgendeine komische Kiste. Guck mal, du brauchst den Trank. Du brauchst den Trank. Und du brauchst ihn auch. Dann rächt ihr euch mal und ich gehe derweil meine Quests abgeben. Halt, ich habe noch eine. Bei B. Fluch ohne Wirkung. Ihr habt bei Ahalia Rotwolf folgende Depesche gefunden. Galenir ist unzufrieden mit der Ansteckungsgeschwindigkeit. Um den ewigen Hof zu stürzen, müssen alle Skeptiker mit Lykanthropie infiziert werden. Beginnt mit Atia Kuren und eliminiert oder infiziert dann alle Skeptiker-Kommandanten. Als Elite-Smaragdschuppen-Assassine fällt euch diese Aufgabe zu. Der Smaragdschuppen-Assassine muss aufgehalten werden. Na klar. Gehen wir hin und sagen, Weib, ein Assassine ist auf dem Weg zu dir, lass dich nicht infizieren. Da wird sie dann Bescheid wissen. Weißt du Bescheid? Irgendwann kommt irgendein Fritze und versucht sie zu beißen. Oder zu kratzen. Oder anderweitig zu infizieren. Und da wir es so spät gelesen haben, kommen wir leider nicht mehr rechtzeitig vorbei. Pech. So. Vorübergehende Heilung. Ich konnte die Elfen bis hierher schreien hören, Datana. Eine Schande, dass unser Lykanthropie-Heilmittel nicht dauerhaft wirkt. Aber ich bin sicher, unsere Brüder haben ihre Rache genossen, solange sie konnten. Okay, brauchen wir nicht. Handschuhe. Beides Handschuhe. Das ist teurer. Du nicht? Rudelführer, ihr habt und habt ihr Ahalia Rotwolf niedergestreckt? Ich hoffe, ihr habt die Alpha-Kommandante nicht geschont. Ich wünschte, ihr Leiden hätte so lange gedauert wie der Fluch, den sie so boshaft verbreitet hat. Ihr Irrsinn hat uns viele gute Leute gekostet. Bisschen weniger Trefferwertung. Der gefällt mir sogar noch besser. Nehmen wir. So. Gehörnte Diebe. Es wäre verheerend, durch eine unserer eigenen Klingen zu sterben. Ihr habt den Skeptikern einen großen Dienst erwiesen, den Verstorbenen und ihren Nachfolgern. Ich werde dafür sorgen, dass man in Meridian von euren tapferen und selbstlosen Taten erfährt, Atana.